Und Mist. Genau sowas hasse ich. Unnötig. Unnötig zu missen. Egal, der hat einen Crit gemacht, kriegt weniger. Ist runter auf 14. Cool. Wieder über 1000 Gold gekriegt. So. Wir sind jetzt da, müssen halt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. So, das Bluten geht ab. Fertig. Die labern auch mit dir und labern voll den Scheiß und sowas. Das ist halt extrem geil gemacht. Ich mag das. So. Es kann manchmal sein, dass ihr in der Mitte des Dungeons seid und der Dungeon ist schon fertig, weil es einfach keine Kämpfe mehr gibt. So, bitte finde was. Nice. 100 Gold. Und eine Kiste. Da ist auch was drin. Schön, schön, schön. Kann man immer gebrauchen. Euch nicht. Okay, die haben ersten Schlag. Und das hasse ich, wenn sowas switcht, Alter. Boah, das ist zum Kotzen. 20 Stress, dein Ernst? Bitte switch mal. So, der kann trotzdem attacken. Grave Shot. Er trifft alle drei. Aber nein, ich will den erstmal ausschalten. Der muss Damage kriegen. Gucken, ob ich die. Nee, Bollwerk. Und der soll am besten schon mal healen. So. Die hinteren machen voll viel Damage schon mal. Vorne gehen wir eigentlich. Okay, der haut auch nichts rein. Boah. Da krieg ich das erste Mal schön gedodged. Das finde ich super. Der ist assi. Ja, der darf noch mal. Klar, könnt ihr mal. Ihr könnt die Skills später aufwerten. Pistol Shot. Bitte trefft den. Trefft den nur die Vorder. Nice. So. Schon mal weniger Stress. Das ist schon mal ganz geil. Dann bis auf beide. Oh, wieder einer down. Das ist super. Getauscht mit dem. So. Du heilst. Hat zwar nicht so viel Leben. Boah, 6 ist assi. Und nochmal. Ja. Natürlich. Ja, direkt gegen hier. Die heilt halt nur 3 bis 5, was ein bisschen bitter ist. So, der ist down. Game over. Biatch. So, jetzt kann ich den da hinten versuchen zu vergiften. Klappt sogar. Ich lebe mal dafür. Werde ich wahrscheinlich. Oh, Miss. What the fuck? So ein der Scheiß. Macht zu viel Aua gerade. Ich habe mit der hier keinen Gruppen, was ein bisschen kackies ist. Ja, komm, guck mal runter. 7. Schön. 7 ist schön. 7 ist toll. Der Heiler darf nicht abkratzen. Das hat oberste Priorität. So. Nein. Doch. Nice. Nice, gewonnen. Das Problem ist jetzt, wir können uns nicht mehr heilen. Kannst halt nur im Kampf machen. Oder wenn du am Campen bist. Denke ich mal. Es gibt halt Dungeons, die halt richtig groß sind. Ich schätze mal, da musst du dann campen oder so. Manchmal öffnet sich auch die Karte. Okay, was haben wir hier? Problem ist, der hat eh schon zu viel Stress. Wir machen das mit dem auch. Oh, Loot. Stress Resist. Dafür geht aber Damage flöten. Das geben wir der Heilerin. Weil die eh kein Damage machen soll. Die soll maximal stunnen und heilen. So, lesen soll auch die Heilerin. Okay, keine Ahnung. Ich setze mal eine Torch ein. Okay. Die hinteren vergiften. Einer ist vergiftet. Du heilst den hier. So. Oh, ein Crit hier. Das heißt, Stress geht von dem runter. Endgut. Du. Ups, den aufs Maul. Damit wir schön schnell am Bollwerk einsetzen.
Protect. Ja. Ja. Nice. Alle gedodged, Alter. Richtig, richtig nice. Oh, richtig. Wie viel hat der noch? 3 AP. Wirklich 3 Damage. GG. Das heißt, ich kann jetzt auf den. Oh mein Gott, das ist schlecht. So, jetzt ist er aber gebleitet. Ich kann Stunning Glow. Oh, der dodge den, Alter. Wo ist der bitter? Heil den, weil der gleich Schaden kriegen wird. Geh ich mal von her. Ja. Ah, du Lappen. Gut, kein Bleeding da ist. 6 Schaden. Der ist nächste Runde auch down. Wieder gemisst. Ihr seid so schlecht. Ah, damit kann ich die switchen lassen. Keine Chance. Keine Chance, Digga. So, schön heilen. Schön den Tank immer aufrecht halten und den Heiler. Rest ist egal. So. Scheiß auf Stunning Glow. Ich hab hier beide. Mit 7. Oh, 7 ist nicht schlecht. Ah, gedodged. Einer tot. Bleibt nur noch einer. Ja, wir können den bisschen switchen lassen. Ah, damit verschwindet die Korps. Cool. Bye bye. Bye bye. So, ich darf wieder. So, damit haben wir den Kampf auch gewonnen. This expedition at least promises success. Plus 10, dies East Resist, minus 5% Max HP. Das ist kacke. HP ist so mit Abstand das Wichtigste hier im Spiel, finde ich. Also ist halt meine Meinung jetzt im Moment. Okay. Ah, so, ja, kleinen Bitches. Erstmal heilen. Okay. Crit kassiert und dafür Stress gekriegt. Bitter. Gibt das auch mehrere? Ja. Das ist schon mal ganz gut. Du machst den hier. Weil der hier hinten ist richtig assi. Ich hätte den attacken sollen. Sechs. Kultist, ey. Der macht jetzt... Oh ja. Push. Bitte resist. Nein. Nein, wieso? Jetzt ist der gleich dran und kann nichts machen. Ich hasse es. Der kann erst ab der zweiten Reihe angreifen. Ich gerade hart auf die Fresse. Was? Was? Die überspringen meine Leute voll. Oh, der Reggie darf nicht sterben. Bin ich auf Reggie. Nicht den Pull. Ah, nice gemisst. Der hätte mir Stress gegeben. Ach, critte doch. Bitte dich. Schön. Der hat 5 Leben, kriegt 6 Schaden. Bam, tot. Okay, die gehen schon mal drauf. Kriegt 3 Schaden, hat 4 AP. Heißt. 11 Damage. Und tauscht mit dem Plätze. Das ist schon mal richtig nice. Bollwerk ein. So. Attracts Enemies. Das ist auch richtig nett. Nice. Kampf gewonnen. Alle kriegen weniger. Der hat gar keinen Stress. Das ist super. Komm mal nach vorne. Und stirb. Das Spannende an dem Spiel ist halt, du weißt halt nie, was passiert. Ob die jetzt dodgen oder nicht dodgen, du weißt nicht, ob die... Komm. Hidden Treasures. 100 Gold. Premium. Premium. Geh nach unten. Das Problem ist, ich habe auf jeden Fall 2 Food zu viel. Die kann ich nämlich beide jetzt nehmen. Das heilt ein bisschen. Gut, dass ich mich geheilt habe. Yay, Bleeding Damage. Habe ich irgendwas, was Bleeding healt?
Natürlich nicht. Dann kriegt er gleich. Ah, mehr können wir nicht nehmen, weil er voll ist. Super. Nein, nicht mit dem. Der hier. Der findet andauernd etwas. Mega cool. Ihr habt nur dieses Inventar. Wenn das voll ist, ist das voll. Ah, fuck. Fackel. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Okay, kein Gegner. Das heißt, die letzten Gegner sind da oben. Da, 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 da. Je länger du in einem Dungeon bist, desto mehr Dingens kriegen die Stress. Das ist halt, es wäre halt gut so, den Dungeon jetzt abzuschließen, weil die haben kaum Stress. Der Reggie halt ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Also das bisschen ist okay, das kriegt man schnell weg. Weil es gibt halt anderes bisschen, was nicht so schnell weggeht. Wenn das voll ist, wird man richtig mad. Also wahnsinnig. Förmlich. So. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ja, Blutungsschaden ist nicht schlimm. Ist jetzt zwei? Ja, alle müssen essen. Dafür müsst ihr auf jeden Fall Essen bereithalten. Ganz wichtig, wenn nicht, kriegen die alle 20 Stress oder so. Okay. Gift Bitches. Ich sitze dann erstmal von denen. Versuch's zumindest. Nice. So, vergifte die hinteren beiden. Wenn das klappt. Schön. Weil die haben nicht viel HP. Und der ist auch noch gestunt. Siehst du, GG. So, jetzt kann ich mit dem hier den Multishot machen. Dann ist die schon mal down. Bollwerk. The light, the promise of safety. Ihr könnt jederzeit den Dungeon auch abbrechen. Oben links ist hier. Ihr könnt retreat from combat. Wenn das geklappt hat, könnt ihr den ganzen abhauen. Aus dem Dungeon rausgehen. Natürlich werdet ihr bestraft mit Madness. Weil die natürlich geflohen sind. Ist das nicht so geil? Bam, alle down, schön. Nur noch ein Vieh vor mir. Das ist mega awesome. Ja, ja, ich weiß. So, die beiden Dinger sind weg. Das ist nur noch der Chefsvieh. Ja, der kann nichts machen. Ach, ist das bitter. Ja, du kannst mit dem Heiler tauschen. So, da hat er nichts umsonst gemacht. So. Stun ihn. Resist. Aber er stirbt. Fett. Richtig nice. Nehmen wir. Damit haben wir den Dungeon abgeschlossen. Wir können jetzt in die Stadt gehen. Aber ich breche ab, weil hier ist noch eine Kiste. Und die möchte ich gerne haben. Ich hoffe, dass... Okay. Jetzt ist er. War geil. So. Wenn wir jetzt da draufklicken, kommen wir in die Stadt zurück. Quest abgeschlossen. 3000 Gold. 5000 Gold gemacht. Das lief besser als geplant. So, ihr seht, wir kriegen gerade Ingredients. Ganz viel Stuff. Schön. Boah, das hat sich echt gelohnt. Das ist ein super Job gewesen, ne? 16 davon. Zwar nur 2 Deeds, was ein bisschen kacke ist, aber egal. 16 davon. So, alle steigen jetzt ein Level auf. Der hat ein bisschen Erfahrung. So, und jetzt gibt's die Effekte. Eldritch Hater. Oh, plus 15 Damage gegen Eldritch. Und Stress Resist gegen Eldritch. Eldritch waren jetzt diese Okkultisten, die das mit diesem komischen Schlangenarm gemacht haben gerade. Das sind diese Eldritch-Dinger. Komm, das ist gut. Also das ist mega awesome. Und das hier nicht. Minus. Was? Das ist assi. Das finde ich nicht so lustig. Der Backtracker, no stress penalty when walking backwards. Okay, das ist Necromania. Fascinated with corpses. Okay. Ich weiß nicht, ob das einen Effekt hat. Das ist jetzt gut und das obere ist auch super. Eldritch Hater finde ich auch gut. Das würde ich sogar... Man kann manche Sachen permanent machen, dass die bleiben. The poor caretaker. Treatment negative quirks heißen. Over time, some negative quirks will lock into place and become permanent. Permanent negative quirks cost much more to remove in the sanatorium.
So, Taverne ist now unlocked, Abbey ist now unlocked. Dort kann man Stress loswerden. Der hat, ihr seht zum Beispiel, der hat an die 50 Stress oder über 50 Stress, kann man da loswerden. Fresh kegs, Heroes relieve stress, by taking part in activities at the Tavern and Abbey. Each activity has different side effects. Experiment to find the best activity for each hero, depending on their quirks. Committing a hero to an activity locks them in that activity until the next week. You'll have to take a different hero with you on your next quest. Das heißt, wenn der Stress ablassen soll, macht er das eine ganze Woche. Also der chillt eine ganze Woche in der Bar und sauft sich die Hucke voll. Deswegen kriegen die auch verschiedene Quirks dazu, glaube ich. Also negativ heißt dann wahrscheinlich auch, der wird dann zum Alki. Oder zum Spielsüchtigen. Oder weiß ich nicht, zum übelst Gottesfürchtigen. Was halt sehr. Hier kann man das verbessern, dass das schneller läuft und sowas. Machen wir aber noch nicht, weil das noch nicht so wichtig ist. Beziehungsweise, dass das besseren Effekt hat. Manchmal heilt es nur 30. Und je mehr ihr hier Punkte reinsteckt, desto mehr heilt es dann. Packen den Reggie mal hier rein. Pray mal, mein Freund. I'm your servant. Pray to a higher power. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich einen anderen Priest habe. Wenn ja, dann... Nee, haben wir nicht. Und ich habe keinen Tank. Das ist schon mal hart assi. Was kann ich hier erweitern? Increase number of available heroes to 4. Ja, great heroes can be found even here in the wind and rain. Boah. Jetzt brauche ich einen, der ein bisschen tankiger ist. Wie viel hab. Was hat der? Oh. Resistance, Accuracy minus 5. Move Resist plus 1 Speed, FPS below. Hm. Was hat denn der? Achso, der war das. War das der hier? Der hat Unquiet Mind. May not meditate while in town, okay. Plus 10 Accuracy versus Human, plus 3 Crit versus Human. Manslayer, das klingt doch schon mal nicht schlecht. 22 HP hat der. Das ist bitter, ich brauche jemanden. Oh, der hat nur 19. Plus 15 Move Resist. Plus 20 Scouting Chance in Warrens. Okay. Scouting Chance heißt, die Karte deckt sich schon vorher auf, was ganz cool ist. Obsessed with the acquisition of knowledge. Okay. Hm. Super, ey, kein Tank. Das ist mal hart assi. Das heißt, ich muss den Reggie noch eine Runde mitnehmen. Das heißt, der wird noch mehr Stress geben und ich habe jetzt gerade umsonst 1000 Gold ausgegeben. Das ist ja Premium. Ja, ich muss ihn zurücknehmen. Verfickte Scheiße. Ja. Für mich, also am liebsten habe ich eigentlich Tanks. Solche, wie Reggie. Ich glaube, ich nenne den auch Reggie. Ihr könnt ihr auch umbenennen, kein Problem. Reggie. Ja, ich weiß, da steht Reggie und nicht Reggie, aber für mich ist das Reggie. Von Reginet. Weil der eigentlich, normalerweise heißt der Ray irgendwas. So, Reynold oder so. Den möchte ich gern behalten. Ach ja, komm. Ich denke, ich werde hier mal einen Cut machen, gucken, wie die Aufnahme ist und gucken, wie das bei euch ankommt. Vielleicht werde ich gleich nochmal aufnehmen, aber jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Projekt findet. Ich werde so oder so weiterzocken, aber trotzdem, eure Meinung interessiert mich ja trotzdem, auch wenn ich es trotzdem weiterspielen werde. Vielleicht gibt es Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks, etc. Alles unten rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Ciao!